Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News mit mir gleich. Ja, und kommen wir gleich zu einem Kommentar hier von LOL Gaming. Schönes Video, Jungs. Danke. So, da gucken wir mal hier unten rein. Erstmal in die News wieder. Fortnite Mass. Da bin ich auch schon mal gespannt, was da passieren wird. Take the shot if you have enough to last. The wind calls out. Fill your chambers fast. Dann haben wir Bring the Noise, Volume 11 und Der Burger Gear in the Item Shop now. Okay, Season 6, Battle Pass, 100 Tiers over, 100 Rewards, still noch 5 Spielbucks. Now with Pet Sales, wissen wir ja. So, dann gehen wir oben in den Item Shop rein und dann schauen wir doch mal, was da momentan am Start ist. Dann haben wir den 6th String, beziehungsweise das ist der Power Chord. Ja, und was soll ich dazu sagen? Sieht ein bisschen aus da oben wie die Freiheitsstatue. Steht da drauf. The Storms. Sieht auf jeden Fall schon relativ nice aus, dieser Skin. Ich finde den relativ cool, muss ich sagen. Ich gebe dem 7 von 10. Und die Gitarre hinten ist halt auch ziemlich cool. Also 7 von 10 kriegt von mir hier Power Chord. Gucken wir mal, wie sieht es denn aus? Wie sind denn eure Bewertungen? 3,89 von 5 bei 100 Votes. Wow. Am 25. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Und ja, jetzt müsste ich das ganze Ding mal hier ein bisschen kleiner machen. Oder das hier ein bisschen nach oben schieben. So, 197 Reminders. Wahnsinn. Ja, also dann geht's weiter zum nächsten. Das ist die Anarchy X. Und die finde ich. Ja, ist auf jeden Fall. Ist da unten ein Totenkopf dran. Die ist relativ. Relativ nice, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut. Da ist ein Disco-Gürtel drumherum gepackt, oben auch wieder solche Spitzen dran. Ich finde die auch ganz cool, muss ich sagen. Wie hört die sich eigentlich an? So, jetzt spielt ihr das mal zurück und dann hört ihr euch die satanische Nachricht an. Okay. Das ist die Anarchy X und der Anarchy X würde ich mal geben 6 von 7 von 10. So, wie sieht's aus? 3,2 von 5 bei 10 Votes am 25. März 2018 das erste Mal drin gewesen. So, das ist zu viel. 16 Reminders gesetzt worden. So, weiter geht's. Dann haben wir den Stage Dive. Und ja, ihr wisst, wie ich zu den Standard. Ich meine, er sieht jetzt nicht schlecht aus, ja, aber es ist halt ein Standardgleiter. Und deswegen kann ich dem Stage Dive halt leider nicht mehr geben als, sag ich mal, 4 von 10. Gucken wir mal, wie sieht's denn bei euch aus? 3,5 von 5 bei 4 Votes. So, dann kommen wir zu einem. Pottenhest, also sorry Leute, also ich, das Ding ist ja sowas von grottenpottenhässlich. Da hinten die Pommes, der Burger da oben mit der, ist es eigentlich eine Olive da oben drauf? Ist irgend, also jetzt mal ohne Scheiß, ist irgendjemand von euch Hamburger mit Oliven? What? Ich hab noch nie Hamburger mit Oliven gesehen. Never, never, ever. Oh mein Gott. Also, ich finde den schrecklich. Ich finde den so schrecklich. Gut, ich sag mal so, weil er halt relativ kreativ ist, kriegt er von mir aus noch 3 Punkte, aber das ist auch schon alles, wirklich. Also ich finde. Ich kann das nicht begreifen. Das Ding ist schlimm. Und ich ahne schon wieder Übles. Wir gucken mal jetzt rein.
4,46 von 5, 48 Votes. Alter, ihr findet den cool. Scheiße. So, also am 10. August 2018 das erste Mal released. 166 Reminders. Oh mein Gott. So, dann haben wir hier einen Flying Saw. Ha! Deswegen finde ich das relativ cool. Wäre natürlich nice, wenn da hinten noch Mayo und Ketchup rausgeschossen kämen. Da Gürkchen ein bisschen unsauber, die Tablets. Gebt dem Ding allein wegen der Kreativität. Weil ich den finde ich irgendwie ganz witzig, sage ich mal. Und ich finde, sieht jetzt nicht so schlimm aus. Geht von mir 7 von 10. Gucken wir mal. Flying. Jetzt muss ich erstmal hier so ein bisschen aufräumen. Flying. So, da haben wir 3,56 von 5 bei 9 Votes. Ja. So, dann werden wir hier auch schon. Ach, da haben wir noch den Patty Wacker. Ja, den. Grillwände, wenn du so willst, oder Burgerwände. Wie hört er sich eigentlich an? Ja, ist eigentlich ganz. Naja, machen wir mal 4 von 10. Ich finde ihn jetzt nicht so berauschend, aber ist okay. 3,6 von 5 bei 5 Votes. 10. August 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann sind wir hier auch schon durch. Dann geht's weiter mit dem Burnout. Den haben wir auch schon 100.000 Mal gesehen. Sieht ganz, ganz cool aus, das Ding. Ist jetzt aber halt auch nicht so der Mega-Burner. Also, wenn ich mir so ein Biker-Skin vorstelle. Ja. Also, ist mir zu geleckt, das Ding. Wo ist der Dreck? So, der kriegt halt von mir, keine Ahnung, 6 von 10. Gucken wir mal, Burnout. Wie sieht's da aus? 4,36 von 5 bei 22 Votes. Am 9. März 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 12 Mal schon. So, dann geht's weiter. Gehen wir in den nächsten rein. Cliffhanger. Ja. Das Pickchen ist jetzt. Finde ihn ja nicht so schlecht hier. Ich gebe der mal 6 von 10. Wie hört die sich eigentlich an? Okay. Eure Noten für den Cliffhanger sind 4,25 von 5 bei 4 Votes. 23. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann geht's weiter mit Jungle Scout 0 von 10. Und jetzt kommen wieder Hammernoten. Ja, wie immer. No-Skin-Weibchen halt. Ein No-Skin-Weibchen nenne ich das jetzt einfach mal. Jungle Scout 4,18 von 5 bei 11 Votes. 23. Oktober 2018. 28. Februar 2018 ist das erste Mal drin gewesen, seitdem 15 Mal. So, und jetzt wird's lustig. Also was heißt lustig? Jetzt geht hier voll die Luzi ab. Mir wird schon ganz schwindlig. Ja. So, Dance Therapy kriegt von mir 8 von
10. So. Gucken wir mal. Dance Therapy hat 4,63 von 5 bei 27 Votes. So, und das Ding 143 Reminders am 30. August 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann geht's weiter in diesen Starry Flight. Und der Starry Flight, ja, ist halt ein Gemälde. Ein Gemäldegleiter. Und da sieht man. Sieht ein bisschen aus wie der Glockenturm von Tilted, oder? Ist der Glockenturm von Tilted? Kann das sein? Jetzt ein bisschen unschlüssig. Ja, ich finde, also 6 von 10 hat er auf jeden Fall. Oder 7 von 10 hat er verdient. Gucken wir mal, 7 von 10. Wie sind denn eure Bewertungen dafür? 4,25 von 5 bei 4 Votes am 3. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 6 Mal. So, dann geht's zum letzten. Und das ist hier Take 14. Oh, jetzt habe ich das Ding noch davor. Machen wir nochmal. Klappe die 14. Ja, finde ich ganz witzig und gebe dem 7 von 10. Wie sieht's aus bei Take 14? Kein Rating seit dem 26. Mai 2018. Also interessiert keine Sau. Okay, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dann gleich, haut rein, macht's gut, bis dann, tschüss.